Irgendwo, verborgen im dornigen Brombeergestrüpp, gibt es ein winziges Königreich von Elfen und Feen. Jeder, der hier lebt, ist klitzeklitzeklein. Ich bin Ben, ein Elf. Und ich bin Prinzessin Holly. Komm, Ben, fliegen wir ein Stück. Warte auf uns! Ben und Hollys kleines Königreich. Unser heutiges Abenteuer beginnt auf dem königlichen Golfplatz. Hilfe, ein Gnom. Nichts ist einfacher als Golf zu spielen. Man schlägt nur den Ball in das Loch. Geschafft! Das ist alles? Ist ziemlich öde. Es wäre viel lustiger, wenn wir den Ball über kleine Hügel schlagen könnten. Den Ball über Hügel und durch Hindernisse zu schlagen, ist nur Minigolf. Das klingt klasse. Bitte, Daddy, können wir Minigolf spielen? Majestäten bevorzugen normales Golf. Wow! Oh, wo kommen denn die Hügel plötzlich her? Daddy muss sie gezaubert haben. Danke, Daddy. Kleines, ich zaubere doch keine Hügel. Wer tut das dann? Gute Frage. Ich werde es schleunigst herausfinden. Weiser alter Elf? Guten Morgen, Majestät. Wer war das mit den Hügeln auf meinem Golfplatz? Ein Maulwurf, eure Majestät. Macht der Plage ein Ende. Wir versuchen jeden Morgen, den Maulwurf zu vertreiben, Eure Majestät. Soll das heißen, Sie wissen nicht, wie man der Maulwürfe Herr wird? Nein. Was nun, Nanny Plan, lass sie doch die Sache klären. Sie kann ja zum Glück alle Tiersprachen sprechen. Natürlich. Nanny! Ja, Eure Majestät. Ah, Nanny Plum. Sie beherrschen doch die Tiersprachen. Ja, Eure Majestät. Dann fordern Sie diesen Maulwurf auf, meinen Golfplatz zu verlassen. Vollkommen unmöglich. Was? Maulwürfisch kann ich nicht, tut mir leid. Es ist eine der absolut schwersten Tiersprachen. Genau wie Erdferkelisch. Können Sie dann den Maulwurf durch Zauberei vertreiben? Ich kenne eine Zaubermethode, die gegen Maulwürfe hilft. Jedoch unglücklicherweise braucht man einen Gnom. Was ist das? Ein Gnom, Eure Majestät, ist eine Art Elf. Mit dickem Bauch. Was? Gnome haben rein gar nichts mit Elfen gemeinsam. Sie essen zu viel, reden zu viel und nie wollen sie arbeiten. Vorurteile hin oder her. Ich will, dass der Maulwurf verschwindet. Los! Zu Befehl. Ich beschaff uns den Gnom. Wo bin ich? Hallo, Mr. Gnom. Ich rief Sie her zur Vertreibung von Maulwürfen. Das mache ich mit großem Vergnügen. Esse ich, dann freu ich mich. Nachtisch gibt's noch zum. Ich sing mein Lied, was auch geschieht. Fröhlich, dolli, dolli, do. War ja ganz einfach, nicht wahr? Danke, Gnom. Was bin ich Ihnen schuldig? Oh, ich bin noch nicht fertig, Eure Majestät. Wenn ich den Rücken kehre, kommt der Maulwurf zurück. Was? Dann müssen Sie bleiben. Solange es dauert. Gut, gut. Die Vertreibung der Maulwürfe kostet jedoch sehr viel Energie. Und mein Bauch fühlt sich ziemlich leer an. Nanny Plum, Sie verköstigen ihn gut. Das versteht sich, Eure Majestät. Ein Sack voll Käse-Sandwiches mit einem Eimer voll Tee. Sie sind erstaunlich hungrig. Dann brauche ich außerdem ein paar Arbeiter. Absolut klar. Weiser alter Elf, Sie stehen dem Gnom in allen Dingen zur Verfügung. Wie ihr wünscht. Dankeschön, Eure Majestät. Ja, schon gut. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie fertig sind, dann geht es weiter mit Golf. Natürlich, königliche Hoheit. Ich bin der weise alte Elf. Ich sorge für einen schönen königlichen Golfplatz. Mein dementsprechendes Fachwissen sucht seinesgleichen. Beherrschen Sie auch eine Schaufel? Ja. Gut, als erstes ebnen Sie alle diese Hügel ein. Mein Name ist Ben. Und ich bin Prinzessin Holly.
Sie können mich aber Holly nennen. Reizend. Und ihr nennt mich einfach Mr. Gnome. Ich brauche eine Angelrute und einen Liegestuhl. Wozu brauchen Sie denn eine Angelrute? Auf einem Golfplatz? So tue ich einfach, als ob ich angle. Was hat denn das für einen Sinn? Maulwürfe sehen es nicht gern, wenn ich da sitze, als würde ich angeln. Nun schnell, bevor der Maulwurf wieder auftaucht. Abrakabaus, mach Sandwiches draus. Abrakadé, den Eimer voll Tee. Nanny Plum! Mr. Gnome braucht einen Liegestuhl und eine Angelrute. Aber schnell! Er tut dann so, als würde er dort angeln. Oh je. Sowas habe ich befürchtet. Kein Hügel ist mehr zu entdecken. Also, auf Wiedersehen. Dankeschön, weiser alter Elf. Nun fehlt mir allerdings noch eine Windmühle. Was? Eine funktionstüchtige Windmühle ist wahnsinnig schwierig zu bauen. Oh, sie muss ja auch gar nicht funktionieren, sondern es nur vortäuschen, aber mit Flügeln, die sich schön drehen. Gut, in Ordnung. Sandwiches, Tee, Liegestuhl und Angelrute. Zu freundlich. Was ist das für ein Lärm? Weiser alter Elf, was soll denn das werden? Wir bauen die Attrappe einer Windmühle für den Gnome. Sie meinen, sie tut nur so, als ob? Ja, sie muss ja auch gar nicht funktionieren. Das ist völliger Quatsch. Aber sie sieht lustig aus. Dürfen Holly und ich auch mitbauen? Oh, ja, bitte. Tja, jetzt fehlen nur noch die Flügel. Fertig! Ist es Zeit für eine Mahlzeit? Noch nicht, nein. Könnt ihr mir dann bitte einen Eimer Eierschaum und ein großes Glas mit Gurken bringen? Oh, und ein paar Plastikblumen. Was denn? Sie essen auch Plastikblumen? Nein, das wäre ja verrückt. Sie sind für die Windmühle. Ah, ausgezeichnet, weiser alter Elf. Danke. Auf Wiedersehen. Zu guter Letzt fehlen jetzt eigentlich nur noch eine kleine Brücke. Was? Ein Plastikbrunnen und ein kleiner hübscher Zaun. Er will also einen Eimer Eierschaum und ein großes Glas Gurken? Ja. Ich wusste es. Man holt nicht ungestraft einen Gnom. Welchen Fehler haben Gnome? Sie lassen andere für sich arbeiten, während sie nur essen und schlafen. Grummeln Sie schon wieder, Nanny? Sieh an, wollen wir zum Picknick? Nein, Daddy, das ist alles für Mr. Gnome. Und was kommt bei uns auf den Tisch, Nanny? Es ist nichts mehr da, Eure Majestät. Der Gnome verschlingt alles. Nanny, denk daran, dass Mr. Gnome auch Plastikblumen wollte. Plastikblumen? Sie sollen zur Windmühle. Windmühle? Da muss ich ja wohl mal nach dem Rechten sehen. Ah, danke schön, weiser alter Elf. Ich könnte sowas selbst kaum besser machen. Oh, seht nur, eine hübsche Brücke. Ich konstatiere, dass Sie zweifellos hart gearbeitet haben. Ja, königliche Hoheit. Und wann werden Sie uns leider wieder verlassen? Oh, wisst ihr, ich glaube, das ist niemals nötig, Eure Hoheit. Was? Ich könnte mich hier niederlassen für immer. Was wird dann aus meinem Golf? Oh, ich laufe euch nicht in den Weg. Sie sind mir schon im Weg. Oh, Eierschaum und Gurken. Ich kann nicht Golf spielen bei den vielen Hindernissen. Ich weiß was. Dann spielen wir Minigolf. Ja, Minigolf.
Sportart Golf ist natürlich viel besser als die andere. Ja. Daddy, kannst du uns nicht beibringen, wie man richtig Minigolf spielt? Das macht Spaß. Na schön. Was soll ich tun? Erst schlag den Ball durch die kleine Windmühle. Und in das Loch. Das macht wirklich Spaß.